kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Gothic 3 mit Mods. So, ich will noch einmal nach Ardea und dort noch einmal mit diesen Dorfältesten sprechen, weil wir haben ja den guten Assassinen Kabdun gesagt, dass er tot sei. Und ja, jetzt dürfte er ja wohl untertauchen können. Oder weitere Assassinen kommen, alles klar. Dir werde ich's zeigen. Bleib stehen, du Hund. Du hättest dich nicht mit mir anlegen sollen. Lass doch mal die armen Fischer in Ruhe hier. Diese ganze Scheiße. Das hoffe ich doch. So, was ist denn nun? Ich kann nicht mehr. Ist die Quest jetzt irgendwie gescheitert oder? Ich glaube, ich habe es mir jetzt mit Gamal verscherzt, kann das sein? Wieso habe ich mich hier teleportiert? Ich wollte doch nach Kabdun. Hä? Wieso hatte der denn jetzt nichts zu sagen? Ich habe doch einfach gesagt, er sei tot. Und jetzt fehlt mir schon wieder eine Dialogoption. Ja, vielleicht muss ich das auch von den Orks befreien irgendwann und dann geht es. Ich weiß es nicht. Ja, so, was machen wir nun? Verspätete Rache gab es noch. Da muss ich, ach ja genau, ich wollte in Ardea unten noch weiter an diesem Strand rumlaufen. Da war noch so eine Hütte. Ich gucke jetzt noch einmal, ob er was zu sagen hat und wenn nicht, dann nicht. Dann schauen wir da später nochmal vorbei. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall nicht hier zu lange mit diesen... Ja, mit diesen Quests aufhalten. Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Ja, genau das meinte ich ja eben. Na, sieh mal einer an. Da ist noch eine Flammenbeere und auch noch ein Hohnstöchel. Ist alles. Und hier sind ja auch viele Wölfe. Ach, weißt du was, die lasse ich erstmal. Auch wenn das nur Wölfe sind, sind die trotzdem eine Qual. Eine Drachenwurzel ist hier auch noch. Nehmen wir auch mit. Das ist alles. Willst du das wirklich, Wolf? Ich bin immer noch ein bisschen traurig, dass verhältnismäßig so wenig mit dem Schiff gemacht wurde. Aber vielleicht kommt da ja noch mehr. Wir haben ja schon Ruf bei den Piraten gesammelt hier. 25 Ruf haben wir. Vielleicht treffen wir ja noch andere Piraten. Was mit diesem Piratenjäger ist, weiß ich auch nicht. Komm, wir verprügeln ihn mal. Du schlägst mich mal. Eine Ork-Hellebarde hat er dabei, aber warum er die nicht angelegt hat, weiß ich auch nicht. Ich meine sogar, an diesem Strand hier ist noch eine Höhle weiter hinten. Mal schauen.
Ich glaube, Gotha schiebe ich noch ein bisschen nach hinten. Weil Gotha ganz schön heftig ist. Wir können bald stärker Schwertkämpfer lernen. Wir könnten im Montera noch den Stein heben. Da hätten wir auch nochmal 5 Stärke mehr. Aber vielleicht sollte ich das auch erst machen, wenn ich... wenn ich 250 Stärke habe und Stärke lernen teurer ist. Wäre vielleicht besser. Spart zumindest ein bisschen Lernpunkte. Ja, da sind sie doch. Krasser Helm. Mal, steh mal auf, ich will mal den Helm sehen. Ey, das sieht voll cool aus. Hallo. Warst du schon einmal in Ardia? Ich war schon an vielen Orten. Wenn du das Dorf nicht weit von hier meinst, dann war ich schon dort. Ein trauriger Ort. Ich werde mich nicht verstecken. Aber es ist mir trotzdem gelungen, dort etwas Spaß zu haben, ha? Hast du da drin zufällig eine Frau getötet? Was geht dich das an? Ich habe in meinem Leben schon viele Menschen getötet. Ich habe sogar schon Frauen getötet. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich in Ardia jemanden getötet habe. Ein Bauer behauptet, dass du seine Frau getötet und ihr Taschentuch als Trophäe mitgenommen hast. Vielleicht habe ich das. Ich erinnere mich nicht. Was ich aber weiß, ist, dass ich in einer der Hütten ein Taschentuch gefunden habe. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich brauche das Taschentuch. Gib es zurück. Ha, das hättest du wohl gerne. Ich nehme an, du bist nicht zufällig hierher gekommen. Du musst vom Ehemann des Verstorbenen geschickt worden sein. Was wäre, wenn ich dir ein Gegenangebot machen würde? Wenn du diesen Witwer tötest, bekommst du einen Orkhelm. Denk dran, ich könnte dich einfach umbringen. Aber dieser Dorfbewohner hätte mir nicht den Seelenfrieden gegeben und bald einen anderen Draufgänger geschickt. Das ist ein guter Vorschlag. Einverstanden? Wie kannst du es wagen, mein Taschentuch zu stehlen, du dreckige Mauer? Ich werde dich in Stücke hacken. Der Kampf wird nicht lange dauern. Ich glaube, das sollte eigentlich der andere sagen, der Ork. Bleib stehen. Gift und Brennen gleichzeitig, das ist doch schön. Ja, den Orkhelm hätte ich schon gerne gehabt. Will ich nicht lügen. Aber ich spiele bestimmt irgendwann das Ganze nochmal und dann können wir das immer noch machen. Ist nur ein bisschen bescheuert, ne? So, der Ork will unbedingt das Taschentuch behalten. Was eine Quest. Komm, ich geh mal pennen hier. Oh, ich will endlich wieder schönes Wetter. Danke. Jetzt haben wir auch eine schöne Aussicht auf Vanguard. So, hier ist die andere Höhle. Ich meine, sonst waren hier einfach irgendwelche Varane. Aber jetzt könnte wer weiß was hier hausen. Ein Varan-Boss. Krass, ich mach selbst einen Feuer-Varan fast wohl nicht.
vorher Waran zu holen. Was haben wir hier noch? Rostige Streitaxt. Noch eine staubige Brust. Abgebrochen. Das ist so geil, dass einfach Chest mit Brust übersetzt wurde. Naja. War es dann wohl mit dieser Höhle? Da können wir auch zurück. Eine Queste abgeben. Dann können wir uns noch vielleicht bei Ardea so oben ein bisschen bei diesen weiten Feldern da umschauen. Hier hoch gehe ich erstmal nicht. Das ist ein bisschen zu gefährlich bei den Orks. Pass auf dich auf. Wir passen auf. Wer war das jetzt überhaupt nochmal mit der Frau da? Wir können später noch reden. Pass auf dich auf! Wir reden gerade. Komm später wieder. Ich habe den Ork gefunden, der deine Frau getötet hat und ihm das Taschentuch abgenommen. Ich danke Ihnen. Nach all dem fühlte ich mich ein wenig besser. Die Morde Ihrer Frau sind also tot. Ja, danke. Endlich fühle ich mich ein wenig besser. Nimm diese Axt in die Hand, möge sie dir gut dienen, so wie sie meinem Bruder diente. Danke. Richtig, aber trotzdem geht das so. Du hast mehr Kleidung als Belohnung versprochen. Wo sind sie? Ich werde mein Versprechen halten, aber tu mir noch einen Gefallen. Begraben Sie dieses Taschentuch auf dem Grab meiner Frau. Möge sie immer bei ihr sein, auch im Jenseits. Das war nicht unsere Abmachung. Warum bringst du ihn nicht selbst hin? Die Leute sagen, sie hätten dort Geister gesehen und ich habe Angst vor ihnen. Und du hast nicht einmal Angst vor den Orks, also muss dein Geist für dich ein Kinderspiel sein. Das Grab befindet sich nicht weit von hier, in der Nähe des Ortsausgangs, der zum Leuchtturm führt, auf der rechten Seite des Friedhofs. Sie werden die Arbeit im Handumdrehen erledigen. Es ist nicht viel Arbeit, sie schaufeln ein bisschen und die Belohnung ist ihre. Hat er mir diese Texte übersetzt? Und, gut, gib mir den Schall. Ich bin gleich wieder da. Gib mir den Schall. Richtig, aber trotzdem geht das so nicht weiter. Oh je, Alter. Das klang fast wie eine Jobbeschreibung gerade. Was kann denn schon groß passieren? Was haben wir denn da? So, wo ist der Schall? Hallo, Fremder. Danke, dass du mein Taschentuch zurückgebracht hast. Warum hast du das getan? Einer der Dorfbewohner bat mich, es zu tun. Sein Name ist Kohle. Ha! Glaubt dieser Bastard wirklich, dass die Rückgabe meines Schatzes mich davon abhalten wird, ihn in meinen Träumen zu verfolgen? Es ist nicht gut, in diesem Tonfall über deinen Mann zu sprechen. Dieser Mistkerl hat mich ermordet und dann hat er alles den Orks in die Schuhe geschoben. Was? Ich kann mich über ihn ausdrücken, wie ich will. Stimmt das? Du lügst nicht? Warum sollte ich lügen? Ich bin doch schon tot. Stimmt. Warum tust du mir nicht einen Gefallen? Was ist das? Töte meinen Mann und bring ihm sein Herz zurück. Du wirst mit einem einzigartigen Artefakt aus dem Jenseits belohnt. Ich werde über Ihren Vorschlag nachdenken. Okay, ich warte hier. Ich hab's nicht eilig. Ich muss aber sagen, so einen Geist habe ich auch noch nicht in Gothic 3 gesehen. Das ist ziemlich cool gemacht und es kommt überraschend. Der Geist raucht sich erstmal ein. Hast du deinen Mann betrogen, Kohle? Stimmt das? Und du überraschst mich. Woher wusstest du überhaupt davon? Ja, das ist wahr. Das ist dein Motiv, mich zu töten. Jetzt geh und kümmere dich um den Bastard. Okay. Wir werden jetzt die Frau rächen. Betrügen ist natürlich schändlich und nicht okay, aber umbringen ist noch einen Tacken schlimmer. Ich habe eine Geisterfrau gesehen beim Grab. Sie behauptet, dass du sie getötet hast. Und du glaubst ihr? Das ist ein Geist, die sagen, die alles möglich.
Du musst den Geist beseitigen, bevor sie noch jemanden verletzt. Ich vertraue lieber einem Geist als dir. Zieh deine Waffe. Was ein Narr du bist. Ich habe Alcina nicht getötet. Der werde ich habe nie davon geredet, dass du sie getötet hast. Komischerweise hast du das jetzt erwähnt. Ja, ich gebe deinen Kampf. Das hat gesessen. Mann, dieser Schuss war so erbärmlich. Was? Oh shit! Die greifen mich alle an, das hätte ich nicht gedacht. Dann muss ich nochmal laden. Ja, komm mal mit aus dem Dorf. Ich will ihn unbedingt töten. Weil ich will wissen, was der Geist mir gibt. Ach Mann, ich hätte dem Ork helfen sollen. Ganz ehrlich, ich glaube, Cole ist so ein Lügner. Na, komm mal mit, mein Freund. So, wir lassen uns das Gift machen. Ich hoffe, die im Dorf greifen mich jetzt nicht alle an. Nee, machen sie nicht. Halt! Irgendwer bringt unsere Leute um! Weißt du etwas darüber? Nein. Wir beobachten dich. Ich weiß da nichts drüber. Ey, wenigstens machen diese Quests aber mal hier und da was Neues. Also die Quests vom Questpaket gefallen mir nicht so gut. Da ist, glaube ich, keine dabei, die mir wirklich gefällt, muss ich ehrlich sagen. Diese Quests sind sehr merkwürdig in der Übersetzung, aber wenigstens machen die mal ein paar neue Sachen, ne? Ich habe ihren Mann getötet. Wie ist sein Herz? Das ist toll. Jetzt ist meine Seele in Frieden. In meinem Grab wartet eine Belohnung auf dich. Abschied nehmen. Scheiße, ich muss schon wieder zum Spatten greifen. Das ist toll. Abschied nehmen. Oh Mann, ey. Jetzt bin ich mal gespannt. Was haben wir denn da? Knochenschwert. Das ist verflucht. Das ist jetzt nicht so krass, muss ich sagen. Aber ich weiß ja auch nicht, was Fluchschaden macht. Ah, das ist aber zu schwach. Weißt du, ich würde jetzt auch gerne laden und wissen, was dann passiert, wenn ich das anders mache. Aber ich spiele lieber die Mod auch nochmal in Zukunft und dann probieren wir es dann aus. Und ganz ehrlich, es regnet schon wieder. Ich habe echt kein Glück mit dem Wetter. Achso, ich benutze auch ganz Zeit die heftigen Giftpfeile für die Rehe. Das ist ja gar nicht nötig. Hier schon mal nicht, sorry. Also das mit dem Wetter stört mich schon. Wie viele sind denn hier? Sind hier noch irgendwelche anderen? Alter, da sind ja noch mehr. So, ich meine da hinten, da war noch ein großes Banditenlager. Achso, ich könnte mal dieses Schwert anziehen und gucken, wie es aussieht, ne? Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Also ich muss sagen, mir gefällt bisher
Den habe ich verkauft. Also der Säbel hat mir optisch schon sehr gut gefallen. Den wir hatten. Da finde ich diesen Degen eher langweilig. Deswegen freue ich mich auf diese andere Waffe, die wir bald tragen können. Auch wenn ich glaube, dass die sehr kurz sein wird. Weil es halt ein Dolch ist, ne? Aber egal. So, da ist das besagte Banditenlager. Die vergiften wir jetzt mal alle. Jetzt bist du dran. Ah. Ah. Oh. Bleib stehen. Niemals. Da. Wie soll ich, habe ich den nicht vergiftet? Da. Hä? Wieder dieser blöde Fehler. Dass wenn vor dir jemand steht und du auf den hinteren zielst, dann schießt der Pfeil irgendwo hin, aber nicht da, wo er soll. Wow. Dieser gepanzerte Räuber hat schon ordentlich Damage gemacht. Weg mit dem Beinchen. So, war hier noch jemand? Ich? Dann nicht. Achso, wir haben eine Banditenaxt bekommen, ne? Oh, große Waffen. Ist das eine Zweihandwaffe? Ja, das ist eine Zweihandwaffe. Aber die ist schon stark. Das ist schon ein Oschi. Schöne dichte Vegetation hier. Ich benutze immer noch meine Giftpfeile, das ist gar nicht gut. Auch für euch. Ja, noch ein paar Wolfies. Oh shit. Oh shit, wo kommen die alle her? Hey, 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 hey. Oh shit. Oh shit. Meine Güte, warum sind Wölfe so schnell und wo greifst du an?
Lasst es doch. Oh je, oh je, oh je. So, hier die Gegend haben wir dann schon relativ gut erkundet, denke ich. Bestimmt gibt es hier und da noch ein kleines Viech, das Schläge will. Wie diese Blutfliege hier. Junge, 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 Junge. Was machst du da eigentlich? Wo willst du hin? Und warum willst du da hin? Und ich fahre auch noch drauf rein, auf den ältesten Trick. Nur Fliege, stirb einfach! Guck mal, die will mich voll verarschen, die Fliege. Sie kriegt es auch noch hin. Naja. Dann waren wir hier jetzt auch. Dann gehen wir mal zurück nach Geldern. Und gucken mal, ob wir Valaris noch... Ach, falscher Teleport. Ob wir Valaris noch was erreichen können. 2 Tage dürfen ja mittlerweile um sein. Wir reden später, Mara. Das machen wir. Lass dich nicht umbringen. Habe ich nicht vor. Ich mache erstmal Pause. Na, hast du deine Augen und Ohren offen gehalten? Was kannst du aber laut sagen? Bei einem Bier im Wirtshaus hat Samuel etwas zu tief ins Glas geschaut. Ich konnte ihn bei einem Gespräch belauschen. Riggs hat definitiv was zu verbergen. Samuel hat da gewisse Andeutungen gemacht. Aber sprich ihn bloß nicht darauf an. Okay, Briggs also. Ja. Halt! Keinen Schritt weiter! Briggs, der lungert ja bei Samuel rum. Die Zeit zum Reden ist vorbei. Und dann laufen wir da mal hin. Ja, da oben, das ganze Gebiet könnte man sich auch noch anschauen, aber muss jetzt auch nicht sein. Ich bin immer noch sauer wegen der Arena-Kämpfe übrigens. Das ärgert mich bis jetzt immer noch. Aber selbst schuld. Da ist er doch, der Briggs. Hä? Soll ich den jetzt einfach verdreschen oder was? Zeig mir deine Ware. Oh, du hast ja Geld. Und Wasser. So, das Wolfsmesser ist zwar schön, aber du kannst es trotzdem haben. Das Ding kannst du auch haben. Ich will es nicht haben. Will es nicht. Das Assassinenschwert kann eigentlich auch weg. Ich brauch's nicht. Diese Eisklingen, die sind was Besonderes. Die behalte ich mal.
Die sind ein bisschen zu viel wert. Ist auch zu viel wert. Zeig mir deine Ware. 500 Gold hast du nur. Bist du ein Lappen. Versuch mal, Bricks zu schlagen. Hey, pass gefälligst auf. Alter, du wagst es, mich zu schlagen? Au! Au! Aha, der hat wirklich die Sachen. Na dann. Kriegen wir das mal, Laris, würde ich sagen. War ziemlich langweilig, ne, dass man den einfach jetzt verprügelt und dann... Lass dich nicht umbringen. Ist das schon erledigt. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Nee. Rissard wird dich in deiner Truhe gefummelt. Hier ist sie. Sieht sie nicht fantastisch aus? Ja, bist du denn wahnsinnig? Zieh sie sofort wieder aus. Schon gut. Hier, sie gehört schließlich dir. Der Ring und die Karte sind auch dabei. Nur die kleine Kiste habe ich nicht gefunden. Er hat sie hoffentlich nicht verkauft? Kann ich dir leider nicht sagen. Tja, dann mache ich mich wohl wieder auf den Weg. Danke dir für deine Hilfe. Immer wieder gern. Ah, warte. Vielleicht hattest du recht. Hier, behalt die Rüstung. Woher kommt der Wandel? Lass uns nicht weiter drüber reden. Der Handel sieht gut und lass sie dir nicht abnehmen. Laris, geht's dir gut? Mann, was glaubst du, was passiert, wenn ich die Rüstung wieder in meine Truhe lege und Bölz ganz zufällig wieder hineinschauen möchte? Ich würde sagen, er wäre sichtlich empört. Verdammt, der würde mich im Schlaf. Wahrscheinlich. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Gut, was machen wir denn nun? Was haben wir hier noch zu tun? Waffenbündel für Phil haben wir nicht abgegeben. Die könnten wir aber abgeben, glaube ich. Also ich glaube, das sollte kein Problem sein. Habe ich ja in Silden und so auch gemacht. Du solltest jetzt gehen. Ich habe hier drei Waffenbündel für dich. Ah, gut. Das ist gut. Danke. Hier, ich werde sie dir bezahlen. Danke. Zeig mir deine Ware. Haben wir eigentlich mittlerweile wieder Jo. Alter, ist das viel wert. Viel Geld hat er gar nicht. Zeig mir deine Ware. Okay. Was haben wir noch so zu tun? Finde die verlorenen Freunde. Das ist ja ein Fahrregen. Wir haben auf der Liste, das wäre ja auch ein Fahrregen. Aber wir müssen auch noch die Sache mit Gornd klären. Jorik braucht alte Waffen. Beseitige die Sklavenlagerwachen. Also das finde ich schon sehr eingreifend mit den Sklavenlagerwachen. Die Sachen will ich auch erstmal nicht machen.
Russells Abkommen, das will ich auch nicht machen. Das Geheimnis des Druiden Runa. Wir könnten nochmal zu Runa gehen. Achso, dieser verräterische Verfolger. Der ist wahrscheinlich in die Wüste gelaufen, ne? Hm. Töte den Stadtschaman Grompel. Das wäre auch eigentlich interessant diesmal. Aber das ist auch schon zu heftig eigentlich. Für den Anfang. Also entweder wir gehen jetzt nach Faring oder wir gehen weiter in die Wüste. Aber ich würde sagen, wir machen noch eine Sache in Silden, und zwar hole ich mir noch die Sklaven da aus der Wildnis ab. Und ich gehe mal schlafen, in der Hoffnung, dass endlich mal dieses blöde Regenwetter wegbleibt. Ich kann es nämlich nicht mehr sehen. Schau mich nicht so an. So ist das doch schon mal viel schöner. Hier gibt es auch noch ein paar Höhlen, wo auch noch besondere Sachen sein könnten. Was brauche ich eigentlich für Schildparade? 200 Ausdauer und 250 Lebensenergie. Also Ausdauer müsste man noch ein bisschen pumpen. 25 Lernpunkte in Ausdauer. Das braucht sogar 300 Ausdauer und 350 Lebensenergie. Das ist schon nicht wenig. Was bist du denn her? Gut ist, die machen mich nicht mehr krank, weil die Crawler-Plattenrüstung davor schützt. Hey, 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 hey. Ich glaube, mein Spiel ist abgestürzt. Ja, mein Spiel hat sich verabschiedet. Aber so häufig habe ich keine Abstürze. Also wenn man sehr häufig lädt, hat man wahrscheinlich Abstürze, und sonst ist es einfach mal zufällig. Aber das verzeihe ich dem Spiel gerne. So, ich muss jetzt hier nochmal kurz die Sachen einsammeln. Bei den Rippern muss ich dann ein bisschen mehr aufpassen. Du denn da? Ist mal in der Animation eingefroren. Ah, diese Aussicht hier ist schon geil auf die Wasserfälle. Auch wenn die Grafik natürlich mittlerweile ein bisschen altbacken ist, aber trotzdem sehr stimmig, wie ich finde. Das klappt doch schon mal besser diesmal. Hier sind noch mehr Ripper. Sie sind überall, auch in dieser Stadt.
So, ich meine, irgendwo hier war eine Höhle. Bei Höhlen bin ich diesmal sehr neugierig. Da sind auch noch mehr Ripper. Viele Ripper. Hier ist eine Höhle. Und was haben wir da? Ripper. Wer hätte es gedacht? Der eine hat sich schon wieder rausgeglitscht. Das wohlverdiente Level-Up kam auch. Sehr schön. Und gleich wieder ein bisschen auf Stärke gehen. Das ist aber nur eine normale Metalltruhe. Nochmal von vorne. Ich glaube, die anderen Viecher hier im Wald schnappe ich mir später. Da weiter oben sind nämlich noch Trolle, auch ein schwarzer Troll. Da habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Aber da vorne ist noch eine Höhle. Da oben sind ja dann die entlaufenen Sklaven, die können wir uns da auch schnappen. So, wer haust hier? Natürlich, Ripper. Wie kann es auch anders sein? Abgebrochen. Die da, Kinders. Wo ist denn der Letzte hin? Kam der nicht mit? Oder war der schon tot? Nee, da ist er. Ich hatte keinen Bock. Ja, diese Höhle war leider auch nicht besonders. Abgebrochen. Ein Amulett tragen wir gerade. Ach, dieses Schutzamulett, ne? Ja, das ist schon relativ gut.
Lebensenergie ist zwar auch gut, aber ich bleib mal bei meinem Schutzamulett. Wobei Lebensenergie auch wirklich gut ist, weil das ja nie nur vor bestimmten Sachen schützt, sondern generell man das Leben einfacher machen kann, auch bei Magieattacken und was weiß ich nicht noch allem. Da quietscht es. Quiekt. So, bevor ich die Sklaven einsammle, töte ich hier mal alle Viecher. Ich glaube, das ist einer der Orte mit der schönsten Aussicht in Gothic 3. Schaut euch das an. So der Wahnsinn, oder? Einfach schön. Gab es hier nicht auch diese Besonderheit, dass hier... Genau, hier lagen auch mal einfach so Scavenger-Eier rum. Das sieht man in Gothic 3 auch nicht so oft, glaube ich. Du wirst hier nicht lange überleben. Ich weiß. Was soll ich tun? Ich bring dich weg. Gut. Ja, ich bring dich weg. Wohin, ist egal, aber ich bring dich aber weg. Ich bring dich ums Eck, könnte man auch sagen. Nochmal von vorne. Abgebrochen. Hier oben hast du keine Überlebenschancen. Hast du eine bessere Idee? Ich bring dich weg. Gut. Ja, dieser Helm, ne? Der ist so geil. Ich bring dich hier weg. Alles ist besser, als hier von Tieren gefressen zu werden. Ich bring dich woanders hin. Sehr gut. Ich dachte schon, ich müsste hier verrecken. Ich bring dich weg. Gut. Ich bring dich weg. Gut. Da ist nichts zu holen. So, einer fehlt noch. Hier oben das Gebiet ist auch noch ganz groß. Du kannst hier nicht bleiben. Das habe ich auch schon gemerkt. Ich bring dich weg. Gut. Aber das gucken wir uns auch später an. Let's go, meine Freunde. Zeit für einen kleinen Spaziergang. So, sind noch alle da? Ist immer wichtig, regelmäßig zu gucken, ob noch alle anwesend sind. Weil die Wegfindung mit den Mods auch schon besser ist. Aber die sind schon creepy, wie die hier runterlaufen, ne?
Wem hast du es gezeigt? Das wäre erledigt. Schrei mir doch nicht so ins Ohr. Elendes Drecksvieh. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Gute Arbeit, Freunde. Elendes Drecksvieh. Was sind das denn für Ausdrücke hier? Irgendwie hätte ich gerne diese Rüstung hier. Mach hier keinen Ärger, klar? Ich weiß nicht, wo ich die herbekomme. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Bin mir auch sicher. Lass mich in Ruhe. Bist du noch ganz früher, als die hier nicht rübergefunden haben? Die guten alten Zeiten. Mann, hab ich Hunger. Ich habe hier einen flohenden Sklaven. Sehr gut. Ich werde ihn aufnehmen. Ich habe hier einen flohenden Sklaven. Sehr gut. 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 Ich werde ihn aufnehmen. Ja, schön. Zeig mir deine Ware. Dann wäre das auch erledigt. Du hast sogar Geld, hast du noch. Ich glaube, ich will das gar nicht so sein. Das kannst du alles haben hier. Tja, was ich denke, das macht doch nie anders. Als wenn das so alles anders wäre, als sich von selbst. Wie viel fehlt denn jetzt noch? Komm, dann gib mir die Dietriche und diese Scheiße hier noch. Ich hab damit kein Problem. So. Warum nicht? Am besten würde ich dich dir vorher sagen können. Geh jetzt besser. Ich denk darüber nach. Weißt du, was wir noch machen können? Wir können uns die Rüstung bei diesem Pair kaufen. Ich will das gar nicht hören. Achso, übrigens. Der Kriegsherr Umbrak in Silden will deinen Tod. Ich weiß, das ist kein großes Geheimnis. Ich wundere mich nur, dass er noch niemanden geschickt hat, um mich zu töten. Zeig mir deine Ware. Hör bloß auf mit der Scheiße. Als wenn das so einfach richtig, aber trotzdem. Ja, die können wir jetzt auch tragen, ne? Du bist in Ordnung. Aber irgendwie will ich die nicht haben. Die lohnt sich auch nicht. Trotzdem gefällt mir das Ganze gar nicht. Lohnt sich alles nicht. Warte mal, habe ich jetzt genug Geld? Aber mir fehlt. Mir fehlt nur ein bisschen. Zeig mir deine Ware. Kann dir doch egal sein. Das hat uns gerade noch gefehlt. Ja, was kann ich dir mal Schönes geben hier? Klauen. Wie wär's mit ein paar Klauen? Was kann denn schon groß passieren? Am besten du erledigst das selbst. Du solltest meinen Rat annehmen. Als wenn das so einfach wäre. So, jetzt haben wir 70.000 und dann können wir mal spaßeshalber. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Diesem Pair da die Rüstung abkaufen. Der hat doch so eine Diebesrüstung. Ich würde einfach nur interessieren, was das für eine ist und wie gut die ist. Kämpfe mit ihr! Mach hier nicht noch mehr Ärger! Später ist doch genug Zeit zu reden. Lass dich nicht umbringen! Ach, übrigens. Du kannst mir doch bestimmt beibringen, besser zu kämpfen. Ach, ich bin so ein Depp. Das hast du auch nötig. Ihr Morros seid meine Schlappe, Kameraden. Du musst deine rechte Schlaghand verbessern, Morra. Jetzt habe ich ja wieder Geld ausgegeben. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Gut, Morra. Ja. Ich muss noch mal handeln. Zeig mir deine Ware. Du hast auch nicht viel genau, Geld. Was ist denn mit euch?
Halt! Keinen Schritt weiter! Halt! Keinen Schritt weiter! Was willst du? Hey, Ork-Söldner! Ich habe von meinen Brüdern gehört, dass sie auf dem Pass wertvolle Waren verloren haben. Bring sie mir und du wirst reich belohnt. Ich war gerade am Pass und habe keine Waren gesehen. Ich glaube, die haben sich die Rebellen geschnappt. Verdammte Rebellen, das wird ja immer schlimmer. Ich sollte wag mal eine Strafexpedition vorschlagen. Zeig mir deine Ware. Zeig mir erstmal deine Ware. Okay, was können wir dir denn mal verkaufen hier? Eigentlich können wir dir die ganzen Zähne brauche ich. Schattenläuferhörner. Brauche ich nicht so viele, glaube ich. Wildschweinhauer auch nicht. Ich behalte mal so ein paar Sachen. Sonst. Ja, das reicht ja erstmal. Ich will mir doch nur. Oh, Junge! Spring mich nicht an. Wir reden später. Kämpfe mit Ehre. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Und wenn die Rüstung geil ist, dann behalte ich die auch einfach. Wir kommen wieder an Gold. Wenn ich das gelernt habe, beziehungsweise 130 Stärke habe, dann können wir auch auf Meisterdieb langsamer gehen. Wir müssen sogar Niederschlagen nicht mal lernen. Wobei das bestimmt auch lustig ist. Du hast also den Bauern Farmon ausgenommen. Habe ich das? Nun, daran wird er nicht zugrunde gehen. Du bist ja ein ganz Gewissenloser. Das gefällt mir. Zeig mir deine Ware. So, der hatte auch noch Rüstung, aber die waren ja nichts Besonderes quasi. Dann gucken wir mal. Über die Rüstung. Erzählen Sie mir noch einmal von der Rüstung. Ich verkaufe schwere Rüstung mit gutem Schutz vor Schlägen und Pfeilen 70 Punkte. Rüstung erfordert 175 Stärke und 30 Jagdfertigkeit. Es ist ein gutes Geschäft. 70.000 Goldmünzen und sie gehören dir. Ich bin bereit, schwere Banditenrüstung zu kaufen. Ach so, ich kann ihn runterhandeln. Komisch. Ja, komm, wir machen mal das. Okay, muss gar nicht handeln. Das ist die Rüstung also. Aber die ist, das ist eine wirkliche Banditenrüstung. Kleinkram ist nichts für Träger dieser Rüstung. Hier gibt's Messerarbeit zu erledigen. Ja, die sieht echt nicht schlecht aus. Ich mag die in Schwarz, aber ich glaube, ich spare dann für die besseren Rüstungen. Mein Spiel ist jetzt übrigens abgestürzt. Ich würde sagen, wir machen dann einfach in der nächsten Folge weiter. Genau hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.